Ja, willkommen liebe Leute zurück hier in Effencast. Wir sind hier stehen geblieben, hier in diesen Gärten. Wir waren ja noch hier in dieser Ruine und heute gucken wir mal weiter. Ich habe ganz vergessen, wie man hier überhaupt erst einmal die ganzen Tastenkombinationen vergessen. Und ich habe noch was vergessen und zwar in der letzten Folge. Gucken wir mal. Haben wir vergessen, hier noch die Punkte zu verteilen. Da werde ich jetzt noch mal schauen, was man noch nehmen könnte. Wir haben ja diesen guten Skill hier genommen. Was haben wir denn so hier an? Nee, an das wollte ich eigentlich nicht. Persönlicher Eismagie gegen Gegner. Combo, okay. Das Problem ist ja immer noch, ich muss immer aufpassen, dass nichts auf F7 gelegt wird, sonst kann ich die Aufnahme nicht mehr beenden. Ansonsten muss ich das Ganze mal auf Hashtag vielleicht ändern. Geht nämlich auch, denke ich mal. Wäre auch eine gute Taste, die eigentlich kaum benutzt wird. Ja, was kann man denn hier? Feuerwand, das ist gar nicht so meins. Wir brauchen auf jeden Fall später noch irgendein Vieh. Also so ein Imp oder sowas. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Kristallpferdchen, Golem, ob ich bis Level 20 warte. Oder nicht, das ist die Frage, weil es wurde mir schon gesagt, dass es gut ist, so ein Tier zu haben. Ist manchmal sehr hilfreich, aber ich denke, man kommt auch so gut durch. Also werde ich mal sehen, ob man vielleicht doch irgendwie. Ich gehe da einfach mal meinen Instinkt nach, würde ich sagen, und wir gucken hier dann weiter. Irgendwie wird es ja schon klappen, denke ich mal. Schön wäre, wenn ich den hier aufkriegen würde. Aber das ist erst leider ab Level 10. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann gucken wir erstmal weiter. Was. Dass wir hier noch ein bisschen was verteilen. Und zwar machen wir, denke ich mal, so 3-3-3. 1, 2, 3. 3 auf Magie. Und 3 auf Seelen. Ja gut, Seelenmagie. Das stärkt ja immer meine kompletten, ne, Zauber. Als Schaden aller Zauber, gut. Schaden ist ja immer wichtig, dass man hier ordentlich was draufhaut. Okay, was hatten wir hier denn noch? Okay, langweilig. Langweilig. Brauchen wir alles nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir das mit den Bäumen machen oder. Oder ob ich erstmal wieder zurückgehe zu der Schule hier. Dass man da die Quest auch abgibt. Die Lehrräume der Akademie, genau. Da blinkt es ja schon wieder. Genau, dort hinten. Hier entlang. Und wenn ich irgendwie auch. Moment mal, der hat doch auch noch ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ah, junger Schüler, wohin des Wegs? Ich habe dich noch gar nicht kennengelernt. Ich bin Severin, Verwalter des Archivs von Evencast. Nun, du siehst jung und kräftig aus. Möchtest du mir vielleicht kurz behilflich sein? Wird's behilflich sein? Nun ja, worum geht es denn dabei? Naja, mir ist ein Missgeschick passiert. Eigentlich bin ich ja reiner Theoretiker, aber irgendwie wollte ich mir mal beweisen, dass ich, naja, auch mal richtig praktisch Magie anwenden kann. Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft, Beschwörung für Anfänger, und bin in den Keller gegangen, um ein paar Imps zu beschwören. Aber sie taten einfach nichts von dem, was ich wollte. Und jetzt sitzen sie zwischen den Regalen im Archiv und bringen alles durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich sie wieder entfernen kann. Mir ist das so peinlich. Und jetzt wollt ihr, dass ich sie für euch bekämpfe? Ja. Weißt du, ich muss zugeben, ich kann das einfach nicht. Und wenn ich den anderen hier davon erzähle, der Lagustera würde mich nur noch auslachen. Ich würde dich auch dafür bezahlen. Ja, ich würde das wirklich sehr honorieren, wenn du mir helfen könntest. Es sind natürlich auch Ratten im Keller, grässliche Tiere und ein paar Spinnen. Aber die Imps sind erstmal wichtiger. Gut, gehen wir in den Keller. Gut, eigentlich wollte ich ja erstmal die Quest wegbringen. Gut, dann machen wir, helfen wir erstmal den guten Mann hier.
Schauen wir mal. Da! Sieh nur, was Sie anstellen! Sie werden das ganze Archiv durcheinander bringen! Das sind aber ganz schön viele. Alles klar. Ist die Frage einfach angreifen. Eieiei. Gucken mal. Okay, das hat gut. Das zog gut durch. Würde ich sagen. Ah, das war der erste. Okay. Relativ leicht. Die greifen irgendwie nicht zurück an. Finde ich schon mal ganz gut. Kann man ja hier ein bisschen. Oh doch, jetzt greifen sie an. Jetzt wollen sie. Oh, ich mache ja richtig viel Schaden gerade. Oh, der ging natürlich total daneben. Okay, die, ich sag mal, die gehen noch. Die kann man mal schnell umhauen. Und die geben wirklich gute Erfahrung. Wie ich das sehe. Ein bisschen. Oh. Ja, na gut. Irgendwie ist das mein Lieblingszauber geworden. Wie war denn der? F2, ach, das war ja der Nahkampfzauber, genau. Und F1 war die Welle. Wie viel machen die jetzt eigentlich an Schaden? Mal kurz gucken. Irgendwie habe ich jetzt gar nicht getroffen. Irgendwie treffe ich gar nicht. Jetzt blöd. Oder hat das wirklich nicht getroffen? Meine, die Welle hat nicht. Doch. 25 Schaden. Hier ist nicht so viel. Was macht mal der Nahkampf? 43 und. Natürlich habe ich zu wenig Mana. Schade. Einmal muss ich noch was ausprobieren. Und zwar. Oh, komm, triff. 172, gut. Das übertrumpft natürlich alles. Dann die Quest schon aktualisiert. Okay, kann man hier noch irgendwas machen? Schade. Immerhin für eine kleine Bezahlung zwischendurch. Why not? Warum nicht? Stinkige kleine Kellerratte. Alles klar. Hier auch nochmal. Rums. Drehen wir alle auf einmal. Ja, die geben jetzt nicht gerade viel. Hier noch eine Schatztruhe. Schön. Mit 10 Gold drinne. Nehmen wir immer gerne mit. Alt. Das nehme ich auch mit. Ist leer. Hier ist leer und hier ist leer. Die können wir gar nicht betätigen. Was haben wir denn hier? Ist das gut? Rüstung 3. Das ist, nee, ist irgendwie nicht so gut. Irgendwie schlechter. Und er hat mich hier alleine gelassen im Keller. Und jetzt muss ich den ganzen Weg hier wieder rausfinden. Scheint auch ein bisschen größer zu sein, der Keller. Oh, schön. Und den möchte ich gleich nochmal einsetzen. Das ist natürlich ein guter Zauber für einen Nahangriff. Gleich alle auf einen Streich. Genommen. Und hier haben wir noch eine Schatztruhe. Da konnte ich mir irgendwie anzeigen lassen. Wie war das nochmal? Ah, auf F war das, genau. Ich vergaß. Und ich vergesse auch gerne schnell mal. Merken tue ich mir meistens so gut wie nichts. Und dann stehe ich meistens dort und weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Oh, hier sind nochmal. Geben die überhaupt 2 EP nur? Das ist ja. Das ist ja lächerlich. Könnten ruhig ein bisschen mehr geben. Kommt mal her, ihr Jungs. Komm. Versuch's erst gar nicht. Halt. Falsche. Doch. Na komm, wir gucken ja auch nochmal rein. Ah, hier ist noch ein Schalter. Quest aktualisiert. Ah, wir haben die anderen. Oh, Geheimtür oder ist das die Tür zum Ausgang? Ich glaube, das war die Tür zum Ausgang. Wenn ich das so recht gesehen habe.
Gut. War da mal raus. Wir sind wieder in den Lehrräumen der Akademie. Oder in der Bücherei. So, wo ist denn unser guter Herr? Hier steht er doch schon. Reden wir mal wieder mit ihm. Du bist ja schon wieder zurück. Ja, der Keller ist nun frei von jeglichen Ungeziefer. Oh, danke. Das ging ja schnell. Was für ein Glück, dass ich auf dich gestoßen bin. Nun, ich hatte dir eine Belohnung versprochen. Ich hoffe, du hast Gebrauch dafür. Vielen Dank nochmal. Danke, leb wohl. Okay, hat mir eine Belohnung versprochen? Hallo, junger Freund. Wie? Gut, danke. Sag, es geht mir eigentlich diesen Archiven um. Ihr kümmert, ja, okay. Gut, danke, aber sagt, warum hattet ihr da Angst? Della, den Gustav, okay. Nee, wo ist meine Belohnung? Er hat mir keine Belohnung gegeben. Oder ist das das? Antikes Amulett. Dieses Amulett begleitet dich schon seit deiner Kindheit. Nee, das ist auch nicht. Weiß ich auch nicht so genau. Was er jetzt meinte mit der Belohnung. Vielleicht sollte ich ihn die anderen Sachen nochmal fragen, was es damit auf sich hat. Aber die Quest ist eigentlich quasi beendet. Oder haben wir irgendwas hier noch im Inventar, was hier noch nicht angeguckt wurde? Nee, das... Vielleicht das Buch hier? Questgegenstand? Nein. Das wird's nicht sein. Nun gut, ich würde sagen, ich werde hier erst einmal wieder aufhören für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder mit ein und macht's bis dahin erst einmal wieder gut. Ja.